Und Leute, das ist jetzt ein Bonus-Part. Jetzt gucken wir noch so ein Ami-Ding. Welches ich einfach nur unglaublich humorvoll finde, weil es so beschissen und so cool. Yeah! Was geht jetzt ab? The Eagle has landed. Oh Gott. I repeat, the Eagle has landed. Das ist vom A-Team irgendwie. Das ist viel besser. Oh yeah! Hey buddy! You got the time to do it, sir! Kackmusik. Hey! Aren't you the. Oh! Voll verarscht! So, irgendwie mit einer offenen Schere vor meinen Augen herumpuckte. Das ist so gut! Quiet, bit boy. We'll ask the questions around here. Warum eigentlich? Also Sony und Sega nehmen jemanden von Nintendo gefangen. Ja. Aber es ist nicht Miyamoto. Ich habe gedacht, da arbeitet nur Miyamoto. Um herauszufinden, was das große, coole neue Spiel ist. Okay. Nämlich Star Fox 64. You wanna know about Star Fox 64, eh? Yeah, and you'd better tell us all you know. Or else. Or else what? Wow, voll androhen. Wird abgeknallt mit der Pistole, geil. Nein, viel schlimmer. Nein! Nicht Mario. What are you guys doing with Mario? No! Leave Mario out of this! Oh, Hilfe! Was hast du merkst, denn? Sony und Sega sind richtige Bösewichte. Das ist übrigens, das ist nicht geschauspielt, das ist echt. Ja, richtig. Oh, shit. Star Fox 64 is the highly advanced combat game for the Nintendo 64. Ich glaube, wenn ich eine Review mache, dann ist es auch so. Highly Advanced Combat Game. Was hat das alles vorher eigentlich mit Star Fox zu tun? Ich höre es so geil jetzt schon. Idiotie-Geschichte dazu. Nee, das war doch. Sega hat doch damals immer diese ganzen Nintendos Kacke-Promo-Dinger gemacht. Wenn es wollte Nintendo sich jetzt mal rächen. Hat Sony mit reingezogen? Auch wenn Sega nichts damit zu tun hat. Was für einen Marktanteil hatte Sega denn bitte zu der Zeit? Die hatten doch die super erfolgreiche Dreamcast. Ja, aber die war ja noch nicht draußen. Ach stimmt, das ist von 97, hast recht, ja. Kam erst 98 raus. Worauf zeigt er das eigentlich? Er sagt dir das ganze Check-It-Out und so, aber... Wow, ist doch voll reingeflogen. Aber er sagt... Wie kann das doch gar nicht zeigen? Das ist doch gar kein Fernseher. Er hat... Rob 64 dabei, der das alles... Der Panzer ist übrigens viel besser als im Nachfolger, hier Assault, weil Assault, das Landmaster scheiße. Soll ich dir sagen, wo Auto scheiße ist? In jedem anderen Spiel. Und in Smash Brothers. In Smash Brothers ist da einfach cool. Ja, weil er viel zu groß ist für jedes Level. Kennt ihr eigentlich einen Scheiß-Nachfolger? Kennt ihr einen Scheiß-Nachfolger von Star Fox 64? Der ist gerade so kurz rausgekommen. Nein, ich meine nicht schon wieder. Oh, wie fies. Bist du einfach nur zu faul, um die Steuerung zu lernen. Oder aber packt einfach eine richtige Steuerung in das Spiel da rein. Verstehst du, das ist für Hardcore-Gamer, Mann. Du bist ein Hardcore-Gamer dann, ja. You don't know the half of it. What? There's more? Ja. Oh Gott, oh, da kommt noch mehr. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Vespa. Hä? Voll logisch. Anstatt ihn zu foltern und Pizza zu quälen. Bob. Are you, Bob? Yeah, but Bob. I didn't order any pizza. Oh nein. Das macht Sinn. Alter. This is good pizza. Aber die hatten tatsächlich eine Pizza. Glad you could join us. So beschissen. Das waren die 90er. Ich liebe es. War wieder gesund. Peter? You didn't tell me about the Rumble Pack, did you? Oh nein, nicht das Rumble Pack schon wieder. Oh nein, nicht das Rumble Pack. Ich liebe es, wie der Sony-Typ als erstes was davon erfahren möchte vom Rumble Pack. Spill it, big boy. Make me. Well. Das liebe ich so am meisten, dass der Sony-Typ daran interessiert ist, damit sie es klauen können, als hätten sie es gewusst. What are you doing? Ah nein, Mario. Wir haben Mario eine Autobatterie angeschlossen. Deswegen er musste ich erstmal erholen, deswegen kam Luigi's Mansion raus. Alright.
Yes! Oh mein Gott. Included. Es ist gar nicht gewesen bei uns. Es war included bei Lionel Wars. Ey, bei mir nicht. Ich hätte diese Big Box hier. In so einer riesigen Box. Obwohl das viel zu groß war für das, was drin war. Richtig. Aber ich hatte sie und ich ärgere mich bis heute, dass ich die weggeschmissen habe. Ja, die war Mühen wert. Ohne Spiel auch. Fucking Pappe ist Geld wert, weißt du? Aber ich glaube, Trading Card Game Fans wissen das, die kennen das Problem auch. Ja. Ja. Hook it up. I wanna feel this myself. Oh mein Gott. Ich dachte, jetzt fängt Nirvana an. The Rumble Pack lets you feel ich auch erst. Es ist einfach nur ein Abklatsch von Smells Like Teen Spirit. Smells Like Turbulent Vibration. I actually felt it. But Gott, wie schlecht. Warum sind die so schlecht? Ja, die haben nicht mal die Goldmedaille auf Aqua. No! Ah, shit, der ganze... Ja, der ganze Bildschirm vibriert dann immer. You into a little multiplayer action? Warum sind die so schlecht? Gentlemen, I'm in the Rumble Pack. Das ist ja das ist so toll. Jetzt hängen die da zu viel und zocken, ey. Und man sieht nichts. Ja. Das spielt jetzt zwei Level. Irgendwo ist es Modus. Can you play this on Sega Saturn? Sega Saturn wenn, war da noch. Als wenn genau. Du da irgendwas auf dem Saturn spielen könntest. Ja, der macht mindestens zwei weitere. You mean there's more? Yep, check this out. Kona, ja! Oh komm, Cartridge Tilting. Mann! Yeah, Baller. Oh Gott, das war nur eine frühe Version, wo die AK anders aussah. Josh ist eine 64. Was? Es sah so echt heiß. Besser aus wie das spätere Spiel. Das ist wirklich so. Ach, enttäuscht. Ja. Yeah. Irgendwie. San Francisco. Die Rush-Spiele waren gar nicht so. Das dritte soll richtig gut sein, aber es ist viel zu teuer. Okay. Das kostet jetzt irgendwie 50 Euro oder so. Die sind irgendwie ziemlich an mir vorbeigegangen, San Francisco Rush und L.A. Rush und was es da gab, ja. Das andere war, glaube ich, 2049 Rush. Ah, genau. Und das gibt's auch für Dreamcast, das würde ich eigentlich für Dreamcast haben. Oh, voll auf die Fresse gehauen. Okay. Lollig. Aerofighter Assault ist schwach, sehr schwach. Achso, ja, das gibt's. Das erkenne ich auch nur im Auto, weil irgendwie anders. Das Spiel hat nur ein Auto. Das war auch so ein sauteures Spiel, Top Gear Rally. Ich glaube, das hat auch 120 Mark gekostet. Immer wenn ich Gameplay davon sehe, ist es immer dasselbe Auto. Das Geld. Hallo, das Donkey Kong 60 hat 125 Mark gekostet, das weiß ich noch. Und GoldenEye hat es bei uns gar nicht gegeben, weil es indiziert war. Weißt du, ich verstehe das ja, ne? Aber die Musik im Hintergrund, über diese Action-Musik. Aber warum ist es nie so eine Trans-Techno-Mucke, die für diese Zeit auch voll typisch war? Are we in big trouble? Wow, der wirft seinen Controller einfach weg. Der weiß gar nicht, wie viel Geld der wert wäre in 10 Jahren. As much as we'd love to stick around here and keep playing with you guys, we gotta go. Ja. Die wurde auch eben noch entführt. Ja. Oh, by the way, have you seen this? What's that? That's a Star Fox 64 Player's Guide. It teaches you everything you need to know about the game. Let me see that. Das ist einfach nur eine Seite, steht Unlock Charge Shot. Ja. Richtig, das Einzige, was man wissen muss. If you want more gaming information, check us out on the web at starfox64.com. Oh, gibt's die Webseite noch? Ich muss wissen, ob es die Webseite noch gibt. starfox64.com. See you later, boys. Da kommst du jetzt auf so einen komischen Clan von Soldier of Fortune 2. Nein. Einfach wackelt das so. Oh. Wie viele Members haben die? Keine. Wie viele Foren haben sie? Da lädt nichts mehr. Die Seite ist, glaube ich, nicht so gut. Copyright 2003 bis 2005. Alter. Aber die URL haben sie immer noch, diese Wichser. Unfassbar. Oh. Okay. Nintendo bemüht sich aber auch nicht darum, die irgendwie wieder zu kaufen oder so.
Ja. Wozu auch? Dann lieber eine neue. Star Fox 64 3D 3DS.com.vu. View. View. Oh Mann. Diese .e.vu Seiten, die damals jeder hatte. Oh, die, ja, ich hatte auch eine. Für deine eigenen Let's Plays. Oder hattest du eine Homepage-Baukasten? Richtig, ganz genau. Ich hatte nämlich diese Web-Baukasten, hieß sie, glaube ich. Die hatte ich. Und war auch mit VU hinten dann. So eine hatte ich. Peinlich. Aber ich auch. Das erste, was ich eingebaut habe, war ein Bild von Sub-Zero. Und ich weiß nicht warum. Einfach so. Das ist Sub-Zero, das ist cool. Das ist cool. Er war einfach im Layout drin. Einfach so, weißt du? So eine gekachelte Hintergrundgrafik. Richtig. Oh Mann. Ich muss mir mal irgendwelche 2001-Programme kaufen, um Websites zu gestalten, damit ich mir sowas ganz einfach machen kann. So richtig hässliche Websites. Toll. Naja, okay. Aber jetzt sehr schön. Nintendo 64-Kram hinter uns. War ein sehr cooles Nostalgia, ja. 64. Kannst du aufhören, dieses scheiß Stilmittel zu benutzen? Du musst doch schon selber drüber lachen, Alter! Okay. Gamer-Lektüre. Nein! Okay. Nein! Mach doch nicht, Rüdiger! Bloopers. Ich lösche jetzt die Aufnahme, falls das nicht gut war. Okay, lass mal zumachen, so mach aus. Okay. Okay.